Ja, ich wurde also nochmal nach dem Midnight Commander gefragt. Ich gebe euch mal die Anleitung, wie ihr den am besten jetzt auch installiert. Dazu öffnen wir einfach mal unseren Browser, gehen auf die Startseite, das ist bei mir Google, ja. Und dort geben wir ein. MC Download Ubuntu. Also MC ist der Midnight Commander und ich möchte ihn downloaden für Ubuntu. Gehen wir hier einfügen und suchen. Ja, und dann gehen wir auf das Dokument HTTPS so, kopieren. Können wir oben auf rechte Maustaste einfügen und los. So. Jetzt gehen wir in ein Terminal. Das wäre dieses hier. Da können wir dann den Befehl eingeben oder auch Konsole. Kopiere ich ja. Kopieren. Da muss ich mein Passwort eingeben. Und somit ist das dann auch hinzugefügt. Zum Fortfahren bitte die Eingabetaste drücken oder ihr könnt es mit Steuerung C auch noch abbrechen. So, er ist also jetzt integriert. Und dann kommt natürlich, habe ich jetzt eine neue Quelle. Da muss ich jetzt ein Update machen. Kopieren. Auch einfügen. So, ist auch fertig. Und jetzt wollen wir den MC installieren. Sudo apt-get install mc rechts einfügen. So, ich habe ihn bereits installiert. Das heißt, er ist die neueste Version. Ja. Ich gebe noch mal kurz hier die Anleitung. Zunächst rufen wir die Suchmaschine Google auf. Da geben wir in dieser Reihenfolge MC blank Download blank Ubuntu ein. Dann gehen wir auf diese Seite, indem wir das hier markieren. Ja, einfach die ganze Zeile, aber nur diese. Die kopieren wir. Und damit gehen wir in die oberste Zeile einfügen. Und da sind wir ja auch schon. Was jetzt wichtig ist, ist die Konsole zu öffnen. Habe ich auch hier geschrieben. Konsole. Entschuldigung, ich muss hier hin. Das heißt, so ein Sudo, ich mache mich zum Root und ich möchte ein Repository PPA Eugenisan hinzufügen. Wenn ich das habe, hat er natürlich auch andere Software. Dann mache ich das Update und dann MC. Also nochmal ganz langsam. Browser öffnen, google.de eingeben und diese Reihenfolge erscheint mir wichtig und sinnvoll, denn hier habe ich es halt so, dass ich auch direkt an den Midnight Commander komme. Also MC blank Download blank Ubuntu. Cinnamon leitet sich von Ubuntu ab. Da brauche ich ein PPA, also ein Zusatzpaket, und da kopiere ich einfach diese Zeile, mache oben einfügen.
So. Und dann gehe ich in die Konsole. Sudo, also der Root. Das könnt ihr kopieren. Die Software soll das Repositorium ppa-eugenisan/ppa hinzufügen. Macht er dann ja auch, wie wir gesehen haben, in der Konsole. Und hier holt er die. Und dann mache ich noch als letzten Befehl get install mc. So, Moment, fertig, fertig. Und da ich ihn installiert habe, ist es die neueste Version. Und den kann ich jetzt direkt starten als MC. So, und mit dem könnt ihr euch natürlich dann beschäftigen, der Maus-Maus-Unterstützung. Ich kann kopieren, ich kann einfügen, ich kann Einstellungen treffen, die Ansicht, Vollbild, Ansicht vergrößern. Ist für mich zum Beispiel ganz interessant. Ja. Man sieht also, hier kann ich hochgehen. Hier ist zum Beispiel die Home-Verzeichnisse. Da ist mein Home-Verzeichnis. Ja. Gehe ich hier wieder hoch. Hoch, hoch, hoch. Im Verzeichnis Boot wäre zum Beispiel die Group-Datei. Mit diesem Tool habe ich also immer auch die Möglichkeit, falls der X-Server aus irgendeinem Grunde nicht laufen soll, ihn dementsprechend zu beenden. Ich beende das mal. Ja, ich möchte das Terminal schließen. Das schließe ich jetzt auch. Ja, kann ich speichern? Ich speichere es mal. Und dann gibt es noch die Option, der Browser kann jetzt geschlossen werden, damit ihr das auch wirklich glaubt, dass er läuft. So, MC. Also, mit Steuerung plus. Wird die Sache dann größer und Steuerung minus wird sie dann kleiner. Ja. Jetzt habe ich ein PPA hinzugefügt. Dann gehe ich im Menü. Systemverwaltung. Anwendungspaket Quellen. Auch da muss ich dann mal schauen, was ich da so habe. Im Allgemeinen nehme ich das sind die offiziellen. Hier sind die PPAs, Eugenisan. Und die könnte ich eigentlich rausnehmen. Ist noch nicht so weit. Die auch. Und er will jetzt den Zwischenspeicher aktualisieren, weil es sind ja jetzt Quellen raus. So, jetzt schauen wir mal. Was sagt der MC? Der MC ist da. Die zusätzlichen Quellen sind raus. Ich kann dieses Terminal schließen. Wichtig ist ja also wirklich, wenn euer X-Server nicht mehr läuft, habt ihr da alle Optionen zu kopieren, zu bearbeiten und. Na, da haben wir noch die Wartung. Besonders hier zurückgebliebene Konfigurationen entfernen. Das sind dann teilweise auch so Dateileichen. Haben wir keine. Ja. Merge List, das sind Abhängigkeiten. Wurde behoben. Zwischenspeicher erneuern. Und ja, das wäre die Wartung. Ja. Und wie gesagt, ich mache das Dokument auch noch mal gerne auf. Desktop anzeigen. Das ist also hier Browser, Google, dann das einfach kopieren, einfügen. Ab hier wird es dann zur Konsole. Und das andere habe ich ja dann hier gezeigt. Anwendungsquellen. Ja, er wurde aktualisiert. Er wird. Jetzt lädt er erst die Softwareliste. Und dann hatte ich diese
auch da drin. Und jetzt habe ich nur noch das CD-ROM-Installationsmedium drin. Ja. Und das war's. Ja. Noch was Kurzes. Wir haben ja diese Systemwiederherstellung auch bei Zwingen. Oh. Auch bei Ubuntu und da, oh, guck, die Maus. Entschuldigung. Timeshift. Und wie ihr sehen werdet, habe ich wenige. Ich habe nur, das ist der erste. Und das ist der letzte. Der ist vom 15.11. Ich habe einfach bei den Einstellungen AirSync ist immer gut. Der Ort sollte auf einer anderen Platte sein. Ist besser, falls die Platte gecrashed ist, aber wir haben ja keine Platte, sondern einfach nur ein Stick dran. Dann der Zeitplan. Ich habe die alle deaktiviert. Und normalerweise behält er monatlich drei, wöchentlich einen, zum Beispiel nur der Bootbereich. Benutzer, wer darf das? Das ist der Root und das bin ich, also meine Wenigkeit. Filter brauche ich, hab ich noch nie gebraucht. Ja. Und ja, und das wär's dann. Wie gesagt, mehr ist daran nicht zu tun. Und wenn er nicht mehr in diesen X-Server reinkommt, ja, dann hier einfach Konsole öffnen und den MC starten. Und den macht man dann im Vollbild. Da mache ich dann Steuerung plus, bis mir die Schrift passend erscheint. Ja, und da habe ich dann jede Menge Befehle. Baum, hier kann ich auch Dateien suchen. Verzeichnisse vergleichen, Dateien vergleichen. Löschen rückgängig, geht aber nur fürs Extended 2-File-System. Wir haben hier ein Extended 4-File-System. Und so weiter. Optionen, Layout. Da kann ich hier sagen, ich möchte das vertikal, horizontal. Habe ich alles so übernommen. Rechts, Dateilistenansicht, Schnellansicht, Info. Sagt er mir dann Speicherort, Modus DRW. XXR, das heißt, ich habe hier verschiedene Rechte. Eigentümer ist der Root. Änderungen geändert. Zu Gerät ist das Gerät DevSDB1. Extended 4. Es sind 55% und 17%. Der Rest ist dann die Auslagerungsdatei. Also die Dateiansicht. Dann habe ich bei den Optionen. Tja, wichtig ist, wer sind für mich die Befehle? Ja, zum Beispiel kopieren, bearbeiten, löschen, schnelles CD. Schließen kann man den dann ganz einfach. So, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, aber da waren wohl einige sehr sauer, dass ich den nicht gleich angegeben habe. Bis dann.